Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie zur Pressekonferenz zur Verfassungsbeschwerde gegen den Hessentrojaner begrüßen. Mein Name ist Helge Herget, ich bin Vorsitzender der Piratenpartei in Offenbach. Mein Name ist Gregor Engels, ich bin hier Stadtverordneter und Beauftragter für internationale Koordination der Piratenpartei. Die Beschwerde gegen den Hessentrojaner hat eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Das war schon letztes Jahr der Parteitag den Grünen, wo wir quasi dagegen demonstriert haben und haben gesagt, liebe Grüne, schützt uns vor dem Hessentrojaner, wie ihr es in eurem Wahlkampf versprochen habt. Wir haben dort Plakate aufgebaut, wir haben Zettel verteilt und wir haben es geschafft, dass die Abstimmung mit 99-15 gegen den Hessentrojaner ausgegangen ist. Die grüne Landtagsfraktion hat dann, weil sie nicht gegen ihre eigene Basis entscheiden wollte, es aus dem Geheimdienstgesetz rausgenommen, hat es ins Polizeigesetz gepackt, den Hessentrojaner. Und seitdem arbeiten wir eigentlich gegen den Hessentrojaner und haben jetzt über ein Jahr lang mit unserem Anwalt Dr. Spengler an der Verfassungsbeschwerde gearbeitet, mit der man sehr, sehr deutlich sieht, dass das Gesetz schon auf Teile von den Urteilen aufbaut und schon einbaut. Aber unser Internet wird natürlich immer wichtiger und die Digitalisierung geht voran. Und das ist alles im Grunde nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen im Grunde unser Internet schützen und nicht nur vor Kriminellen, sondern auch von dem Staat, der das im Grunde wie Kriminelle nutzen wollen. Ja, also wie gesagt, ich bin Beauftragter für internationale Zusammenarbeit der Piratenpartei. Ich habe Kontakt mit, wie man sagt, Dissidenten im Ausland, also Leute, die von Geheimdiensten oder politisch Verfolgte in Kasachstan, in Marokko, in verschiedenen anderen Ländern. Und über diese Kanäle bin ich dann auch entsprechend im Blickfeld der ausländischen Geheimdienste gekommen. Das heißt also, ich habe da Systeme, die ich besonders schützen muss und darauf angewiesen, dass meine IT-Systeme sicher sind. Und mit so einem Online-Durchsuchung bzw. dem Trojaner, dem Startwähler, der die Sicherheitslücken benutzt, die noch nicht bekannt sind, also die aufgekauft worden sind, werden die Sicherheitslücken auch für Kriminelle nutzbar und auch für Geheimdienste. Und ich bin dafür, dass die Sicherheitslücken geschlossen werden, sobald die bekannt werden und nicht im Hinterhand gehandelt werden sollen. Und das ist nicht die Aufgabe des Staates, Sicherheitslücken aufzukaufen, sondern lieber als Vorsorgepflicht für unsere alle Sicherheit zu sorgen. Es gab schon mal vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2007 eine Untersuchung zu dem Thema und damals haben sie gesagt, es hat strenge Regeln und Schranken, aber damals war das der Fall, dass die Computer noch gar nicht alle dauerhaft online waren. Die Deutsche Telekom kam mit dem TDSL-Produkt erst 2006 auf den Markt, das heißt, damals waren die Leute noch über ISDN Einwahl, mal kurz im Internet und dann wieder raus. Und jetzt, wenn die Rechner halt alle dauerhaft online sind, sind die Sicherheitslücken einfach einen ganz anderen Stellenwert, weil ständig jemand in den Computer reingehen kann, auch wenn man selber davor gar nicht sitzt. Und deswegen muss es unbedingt dringend nochmal überprüft werden. Und wir sind der Meinung, das ist einfach skandalös, dass der Staat sich da in den Markt für kriminelle Sicherheitslücken einmischt und das geht gar nicht. Wir geraten immer mehr in Überwachung, es wird immer mehr kontrolliert, ob das Kennzeichen sind, ob das Gesichtserkennung ist. Also die Kontrolle, was wir wo machen, wo wir bezahlen. Man kann also bald also tatsächlich wunderbar Profile von Menschen aufbauen und schauen. Und das hat ja auch diese Panatier-Software als Ziel. Und wenn man dann dem Staat noch die Möglichkeit gibt, auch noch quasi unsere Computer zu infiltrieren, was für ein Machtwerkzeug ist das dann, wenn das mal in falsche Hände gelangt und wenn mal bei der Wahl was Falsches gewählt wird und da Leute quasi in diese Machtbefugnisse kommen, was kann man damit anstellen? Und dagegen müssen wir uns tatsächlich wehren. Ich meine, wir haben als Piraten das Motto, Staat und der Bürger ist nicht gläsern und das wollen wir mit dieser Verfassungsbeschwerde auch erreichen. Genau, zu der Verfassungsbeschwerde, also die wird jetzt eingereicht nächste Woche am 2. Juli. Die Frist wäre 3. Juli Ende des Tages, also wir haben einen Tag davor, bequemer Puffer.
Danach ist es eben ein Jahr lang her, wo das in Kraft getreten ist. Und dann wird es vom Bundesverfassungsgericht geprüft, wird möglicherweise mit anderslautenden, mit anderen Klagen von anderen Bürgern und Institutionen möglicherweise zusammengelegt zu einem gemeinsamen Verfahren. Und wir hoffen sehr, dass da tatsächlich zu einer Prüfung kommt und zu einer Annahme, so dass wir dann die Entscheidung auch relativ bald erreichen könnten. Also mal gucken, wie das geht, aber das ist immer so, wird auf jeden Fall noch ein Jahr dauern, mindestens. Es ist ja ein ganz kritischer Konflikt zwischen quasi Sicherheit und Freiheit. Und man kann ja jetzt nicht sagen, der Staat darf gar nichts. Aber es ist natürlich wichtig, wie tut man die Gesetze nachschärfen und wie ist auch wirklich quasi dem Staat nur das erlaubt, was auch unbedingt dringend notwendig ist. Weil man muss natürlich unter Umständen auch sich vor Kriminellen schützen, aber sich dann selbst zu Kriminellen zu machen, das ist dann doch schon sehr kritisch. So, sind noch Fragen aus dem Publikum? Ja, gerne. Da hinten. Was mich mal interessieren würde, der Text der Verfassungsbeschwerde, wird der frühzeitig veröffentlicht? Ja, also wir werden unseren Text, sobald er eingereicht ist und final ist und möglicherweise noch mit Nachbesserung, falls da vom Gericht noch was gewünscht wird, wir werden es auf jeden Fall veröffentlichen. Da hat man auch im Vorfeld ein ganz großes Interesse von anderen, die die Verfassungsbeschwerden und ähnliche einreichen, ein Interesse gemerkt, diesen Text original zu bekommen. Weitere Fragen? Wie viele Parallelbeschwerden gibt es in den gleichen Sachen? Ja, das muss das Gericht dann, und also das wissen wir. Das kann man nicht wissen, weil das ist ja vom Gericht wird. Also wenn die Sachen erstmal eingereicht sind und wenn die Frist also zur Einreichung abgelaufen ist, wird das Gericht entscheiden, welche Verfahren es eröffnen möchte und welche nicht. Also macht eine Eingangsprüfung und dann machen sie innerhalb dieser Prüfung auch, gucken sie, welche gleichlautende Verfahren sind oder welche thematisch zusammenpassen, weil sie unterschiedliche Aspekte beleuchten, sodass sie dann zusammengelegt werden. Also wir wissen es nicht, wie viele Verfahren jetzt noch von wie vielen Bürgern kommen oder Institutionen und welche davon abgelehnt werden, welche angenommen werden. Also das werden wir im Verlauf des Prozesses dann erfahren. Also ich gehe davon aus, dass unser Verfahren nicht das einzige sein bleiben wird, sondern dass wir durchaus noch mit anderen zusammengelegt werden. Also das ist bei solchen großen Sachen eigentlich immer der Regelfall. Und wenn man natürlich sieht, wo überall die Polizeigesetze in welchen Bundesländern überall verschärft werden, und überall Trojaner und Überwachung eingeführt werden soll, kann man davon ausgehen, in Bayern läuft eine, in Brandenburg läuft eine, dass es dadurch dann schon, also ich sag mal, da gibt es mindestens ein halbes Dutzend bis ein Dutzend von Beschwerden. Und wie Gregory schon richtig sagt, was wird angenommen? Denn es ist halt auch sehr, sehr kritisch, das habe ich gemerkt in der Diskussion mit dem Anwalt, wie denkt ein Jurist, wie denkt ein ITler, wie denkt dann das Verfassungsgericht? Also das ist eine Denke, die manchmal sehr abstrakt ist und manchmal wird es auch nicht ein gutes Argument, wenn juristisch irgendwas dagegen steht. Deswegen, das wird sehr, sehr spannend, wie die Entscheidungen ausgehen und fallen, was genommen wird und was angenommen wird und was nachgeschärft wird. Also wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit, wo man unbedingt Piraten braucht. Ja, also weil eben diese technische Kompetenz in der Gesetzgebung schon fehlt. Und deswegen versucht man möglicherweise gut gemeinte Gesetze zu machen, die aber technisch so nicht umsetzbar sind, sondern eine Online-Durchsuchung ist halt die eigentlich, also bei der Quellen-TKÜ wird ja nur die Online-Übertragung kontrolliert, aber wenn man einen Trojaner einspielt und er kontrolliert eben bevor das übermittelt worden ist, dann kann er gar nicht unterscheiden, ob ich eine E-Mail tippe zum Absenden oder die nur ein Text ist, den ich hinterher aber speichere oder nur lokal auf meinem Rechner bleibt, aber er wird schon mal übermittelt. Also auch wenn es rechtlich gar nicht so gedacht ist, dass man nur die Kommunikation überwacht, aber man kann das nicht trennen und das ist den Politikern eben nicht verständlich. Deswegen machen sie Gesetze, die technisch nicht umsetzbar sind und deswegen braucht es mehr technischen Sachverstand in der Politik und deswegen braucht es Beraten mehr. Aber das ist hier keine Wahlkampfveranstaltung. Das ist eine Pressekonferenz. Ja, so. Noch jemand? Sonst sind wir eigentlich, glaube ich, auch durch. Eine Frage noch. Was kostet denn der ganze Spaß, der bezahlt das? Also die Verfassungsbeschwerde machen wir einen Crowd, also machen wir einen Spendenaufruf.
um mit dem Spendenaufruf quasi die Finanzierung sicherzustellen. Aber die Piratenpartei ist da im Obligo. Also die Gerichtsgebühren fallen nicht an. Also Bundesverfassungsgericht ist kostenlos in dem Sinne. Aber das ist reine Gerichtsgebühren. Wir müssen natürlich unsere Anwälte oder unseren Anwalt bezahlen und auch die möglichen Gutachten, die noch angefertigt werden müssten, müssen auch bezahlt werden. Das heißt, da fallen schon durchaus Kosten an. Wir haben jetzt über fast ein Jahr lang mit einem Anwalt oder mit Anwälten zusammengearbeitet, um eine Schrift halt zu erstellen. Also es sind jetzt schon einiges an Kosten aufgelaufen. Also wenn Sie vorstellen kann, so Anwälte, die beim Bundesverfassungsgericht zugelassen sind, sind auch entsprechend gut und teuer. Also wir freuen uns, wenn uns Leute mit Spenden unterstützen würden. So. Und über die Höhe möchten wir jetzt erstmal da gar nicht sprechen. Ja, das darf man nicht, ist vertraglich nicht möglich. So, sonst noch Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Gut, dann schließe ich damit die Pressekonferenz und bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen. Vielen Dank. Und